Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück hier. Ja, heute geht es mal um einen etwas in Vergessenheit geratenen Schnupftabak, würde ich mal fast sagen, denn dieser Ozona, ganz normal ist, da wäre es noch nicht mal auf, den habe ich ehrlich gesagt mal vergessen, den habe ich eben gerade noch in der Schublade gesehen, weil ich habe ihn damals weit, weit zurückgelegt, weil ich habe gerade hier die Sachen für Perlesreuth schon mal so ein bisschen zusammengesammelt. Na, also wenn ihr kommt, gibt es da auch bitte einen Schnupftabak und vor allen Dingen auch Kautabak. Also wer Oliver Twist-Fan ist, der wird mich knutschen. Nee, war ein Spaß. Ja, doch, also freut euch mal drauf. Nun aber mal zum Ozona. Der Ozona English Snuff, English Menthol, ja, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil damals hat der Arzt Zock den gemacht. Und dann habe ich gesagt, der brauche ich jetzt nicht gleich machen. Und nun dachte ich, ist es doch mal an der Zeit, ihn mal anzugehen. Und ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht geöffnet und ich bin mal gespannt drauf. Also bleibt dran, gucken wir uns mal an. Herzlich willkommen hier zurück beim Diverses Kanal am Mittwochmorgen noch. Deswegen gibt es jetzt hier erstmal noch einen schönen Kaffee. Und ein Oliver Twist Royal. Ne, warum nicht? Ja. Wir kümmern uns heute um den Ozona English Menthol Snuff. Ja, der fehlt uns ja noch um unsere. Ja, wie soll ich sagen, um unsere Sammlung zu komplettieren, denn wir haben nicht mehr viel, was wir uns noch an Pöschel fehlt. Unter anderem die Neuigkeiten, der JBR Wintergreen gibt es jetzt mittlerweile auch hier in Deutschland erhältlich für 3,25 Euro, glaube ich, so mittlerweile. Also er wird auf jeden Fall günstiger. Oder er ist schon günstiger, jetzt ab dem 1.7. soll er im Handel schon sein und das finde ich klasse, denn wenn man zurückguckt auf das Video, ich habe damals noch 10 Euro dafür bezahlt und ich finde es klasse, dass das Ding so groß geworden ist und dass die Interesse dahinter so groß ist, sodass sie dann auch gesagt haben, gut, wir bringen das auch für Deutschland raus. Vielen Dank, Firma Pöschel, wir haben es tatsächlich geschafft, hat jetzt gut ein Jahr, fast über ein Jahr gedauert, aber es macht nichts, es ist tatsächlich was vorangekommen. Und das finde ich klasse. Also Prost, Leute. Wenn wir wollen, können wir alles schaffen. Ne? Gut, nun aber mal zum Ozona. Das ist noch die alte Verpackung. Es kommt ja mittlerweile jetzt die neuen Verpackungen mit den Typen. Da werden wir auch auf jeden Fall nochmal ein Video drüber machen. Aber ein gesammeltes Video. Also ich werde jetzt nicht jeden Einzelnen mit der neuen Verpackung nochmal vorstellen, sondern ich werde die ganzen Verpackungen mal zeigen. Sobald die dann auch, ich glaube, jetzt haben sie ja noch Vorrat mit den alten Verpackungen und dann gucken wir mal. Wenn ich da irgendwie sich direkt die neuen Verpackungen habe, dann legen wir die hier alle mal auf den Tisch, gucken uns das Ganze mal an und schauen mal, ob das da vielleicht irgendeine Änderung gab. Aber das alles nach der Sommerpause. Gut, jetzt aber zum Ozona Snuff endlich mal. So, dann wollen wir uns erstmal die Dose angucken. Und ja, also wir haben hier eine klassische Ozona Dose allerdings hier. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Copenhagen Snuff. Könnte jetzt auch Copenhagen Snuff draufstehen. Smokeless Tobacco. Sieht tatsächlich aus, als würde es so ein bisschen für die USA gemacht sein hier. 5 Gramm sind hier drin. Gut, dann ziehen wir hier das Bändchen mal ab. Den finde ich übrigens ganz cool, weil das haben wir, glaube ich, im Video jetzt noch nicht gezeigt, wie das bei Ozona sonst aussieht. Ja, ist natürlich ein bisschen fummelig, aber dadurch hält das natürlich alles noch ein bisschen frischer. Und zack, also ganz silberne Dose haben wir hier. Ja, dann natürlich mit dem berühmten Öffnungsschlitz. Wie gesagt, Firma Pöschel, es wäre toll, wenn ihr hier nochmal eine Einkerbung reinmachen würdet in dieses Drehteil, wo man sieht, wo das Loch ist. Ne, weil so dreht man sich hier so einen Wolf und wartet, bis das da ist. Und wenn hier so eine Einkerbung drin ist, so zum Beispiel wie bei dem Exklusiv Milznaff, das wäre toll. Naja, da. Wir schütten ihn mal raus und wie man sieht, es ist typisch. Ne? Also nichts groß unterschiedliches, typische Pöschel-Konsistenz, gleicher Malgrad, gleiche Farbe und vermutlich auch, jawohl, die gleiche Konsistenz. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir uns das Ding mal zwischen die Kiemen, zwischen die Kiemen nicht, zwischen die Nasenflammen heute
Und dann gucken wir mal, nach was das Ganze. Also wir riechen natürlich auch erstmal noch dran, ne? Also, ne? Immer der Reihe nach. Ja, riecht. Ja, sehr nach Menthol. Also. Eukalyptus könnte eventuell auch ein bisschen drin sein. Ja, gucken wir mal. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht unbedingt den Niesanfall hier, weil ich immer noch so ein bisschen mit dem Heuschnupfen zu tun habe. Und deswegen ist Schnupftabak für mich zu reviewen im Moment ein bisschen schwierig, aber ich freue mich schon, wenn das alles vorbei ist und ich wieder wie so ein Irrer hier die Lines ziehen kann. Also da freue ich mich schon wieder drauf. So. Der Schnupfspruch. Auf dem Schweizer Fest, komm wie du bist, dann kriegst du von mir Oliver Twist. Prinz. Oh. Huh. Ja, Pöschel. Pöschel. Was erinnert mich das? Es erinnert mich an den McCrank Royal in das Tin. Also nicht die orangene Dose, sondern die McCrank Royal in der Tin. Wir haben hier ein schönes Menthol-Eukalyptus-Aroma. Ja, ist nichts Besonderes. Habe ich jetzt aber auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich so, sag ich mal, für die Anfänger ist Pöschel gut. Na, ganz klar, auch die Ozona-Sachen, Raspberry, Cherry, wie wir sie alle kennen, sind alle wunderbar. Das sind so eine Alltagsschnupfer. Das ist jetzt nichts Herausragendes. Es muss dann aber auch, ich muss jetzt auch mal gucken, wie viel der kostet. Das habe ich nämlich gar nicht geguckt, wie viel der Kollege hier kostet. Das sind halt so eine Alltagsschnupfer. Ne? Zum Beispiel diese 5 Gramm. Was rede ich denn hier? Meine Güte, ich bin so durch den Wind, weil ich hier nebenbei noch irgendwas mache. Also diese 5 Gramm Dinger hier von Ozona sind alle auch sehr für Anfänger geeignet. Ja. Es ist nichts Besonderes. Erwartet jetzt nicht irgendwie eine große Sache. Man muss auch mal preislich vorbeigucken hier. Das ganze Ding kostet 1,65 Euro. Hat eine gute Bewertung gekriegt. Aber es ist, wie gesagt, nichts Besonderes. Hier wird er als Klassiker deklariert, der schon seit Jahren auf dem Markt ist. Ist aber zwischenzeitlich Kult. Okay, das habe ich dann leider nicht wirklich wahrgenommen. Ja. Wir haben hier ein Mentholaroma, leicht mit ein bisschen Eukalyptus drin, finde ich jetzt zumindest. Kann mich aber auch irren, ich weiß es jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe aber noch ein bisschen mit dem Heuschnupf zu tun, deswegen habe ich jetzt auch nicht so einen besonderen Feinmarken hier genommen, sondern nur so und so. Aber, und dann kommt so ein bisschen diese Tabaksüße raus. Es ist, ja, wie gesagt, ein ganz normaler English-Type Menthol-Snuff. Haben wir schon 100 Mal geschnupft, sowas. Die Qualität will ich hier nicht schlecht reden. Die ist klasse, aber erwartet nicht, dass ihr hier jetzt einen Snuff der Extraklasse kriegt. Ne, das ist aber auch bei dem Preis und von Pöschel eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Das ist nicht böse gegen die Firma Pöschel gemeint. Es gibt durchaus super Marken. Aber das ist halt so ein, ja, so ein Standardding. Ne? Das könnt ihr kaufen, könnt ihr nichts mit falsch machen, aber erwartet auch nicht, dass das jetzt das Überding ist. Ne? So eine Dose geht dann auch relativ schnell leer, weil das halt einfach auch in größeren Mengen gut schnupfbar ist, ist nicht zu fein, für Anfänger geeignet. Also wer jetzt auch noch mal neben den Snoozern, was ich auch immer noch hoffe, dass ich mal ein paar Snoozer und Dipper, die hier ja beim Kanal auch regelmäßig zuschauen, dass sie vielleicht auch noch mal zum Schnupftabak umsteigen, dann kann ich euch den auf jeden Fall auch ans Herz legen. Genauso wie eigentlich das gesamte Pöschel-Sortiment für den Anfang eigentlich sich hervorragend eignet und ich da wirklich sagen kann, könnt ihr ohne Bedenken bestellen und dann einfach mal durchprobieren. Ja, gut, kommen wir zum Fazit. Auch hier wieder, Pöschel macht eine gute Arbeit, qualitativ hochwertig, alles in bester Ordnung. Für mich jetzt nicht unbedingt der Rausbringer hier, aber ist, denke ich mal, durchaus in Ordnung. Deswegen kriegt er von mir eine gute 7 von 10 Punkten. Ich denke mal, das reicht. Es ist hier nichts Außergewöhnliches. Es ist aber auch nicht, dass ich mich davor ekel oder so. Also durchaus mal so eine Prise davon ist eigentlich sehr gut. Gerade für zwischendurch mal, um die Nase mal ein bisschen frei zu kriegen. Wenn man gerade so eine etwas stärkeren Tabake, wie zum Beispiel den Black Rapé oder die Rosinskis mal probiert hat. Nein, was Lockeres reinkriegen, was ganz Einfaches. Dafür ist der, denke ich mal, sehr gut geeignet. Genauso gut wie die Gletscherprise natürlich auch.
Und jawohl. Gut, dann sind wir eigentlich schon fast durch mit dem Pöschl-Sortiment. Uns fehlt noch der Pöschls Mix-Snuff. Und noch der, wo ist er denn? Es gibt den hier schon gar nicht mehr. Ich hoffe, es gibt ihn noch. Ach doch, Seite 2 gibt es nämlich auch noch. Ne, es gibt nämlich noch den Ozona Anis Schnupf. Und den müssen wir natürlich, und den Redford Snuff aus der Dose, den haben wir auch noch nicht. Und den tschechischen Red Bull, der mir ja nun auch schon empfohlen worden ist. Gucken wir mal, ob wir da rankommen. Denke ich mal, das sollte kein Problem sein. Ansonsten sind wir hier fast tatsächlich durch mit Pöschl. Aber es ist durchweg immer wieder schön. Ich würde mich auch freuen, wenn Pöschl eventuell nochmal die ein oder andere Marke vielleicht nochmal rausbringt. Wie zum Beispiel JBR Wintergreen. Nochmal was Neues. Vielleicht mal so Richtung Tonk-mäßig oder so. Würde ich mich freuen drüber. Na, das wäre ganz klasse. Gut, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich will gar nicht mehr reden. Viel großes Aufregendes gab es heute natürlich nicht zu sagen. Aber dennoch ist das echt mal eine Kaufempfehlung. Nehmt euch den mal mit für zwischendurch. Ich sag danke und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.